Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Transport USA mit mir, dem Mark. Wir machen weiter im Diesel-Lastgeschäft hier. Nein, aktuell gerade beim Viehtransport. Meine Fresse, Mark. Wir müssen hier mal kurz gucken, dass wir wieder ein bisschen Aufträge bekommen. Dass sie hier nicht Langeweile schieben. Und wir müssen mal kurz gucken, irgendwie kommen wir so vor, als ob aktuell fast alle Konzessionen auf einem Dauerhoch sind. Schaden tut es meinem Geldkonto aktuell ja nicht, aber weil die sind doch gerade. Oh, was war das? Ach, Kipp ist auch wieder ein bisschen gestiegen, ist aktuell ganz, ganz gut. Tank ist auch hervorragend bezahlt, aktuell ist ganz gut. Wenn jetzt alle so da bleiben, bin ich eigentlich begeistert auf 5, denn ganz im Ernst, aktuell haben wir hier oben ein 28, ein Zulauf, das ist nicht mehr normal, würde ich sagen. Also haben wir echt hier gut zu tun, würde ich sagen. 14,8, was war jetzt? Achso, Zeit läuft weiter. Wir sind, ein Monat noch, das ist Weihnachten. 24.11. sind wir jetzt gerade. Gehen schon fast auf 2020 zu. Meine Kacke, ey. Oh, steht da? Satellite. Oder wie man das Kaff auch noch rausgetappt. Oder wie man das Cover auch aussprechen möchte. Davon mehr. 12, 10, 2. Geld. 14, 1. Mach das doch mal weg da. 20. Da? Alter nicht. Naja. Mal schauen, wie die Abrechnung ist für diesen Monat, ob die gut war, ob die schlecht war. Was für ein Plus oder Minus wir eingefahren haben. Kraftstoffpreis ist wieder gestiegen, aber ja, das ist ja nicht dramatisch, glaube ich. Hier ruckelt das Spiel leicht. Oder mein PC ist mit diesen High-End-Grafiktexturen reinlos überfordert. Hey, aufgestiegen. Das heißt, wenn wir Glück haben. 38. Hälfte haben wir hinter uns. Spezialauftrag abgeschlossen. Standard, das. Ist halt. Nö, wir gucken uns jetzt, dass wir ganz entspannt die Aufgaben durcharbeiten. Uns hetzt keiner im Projekt, also wir können ja machen, was wir wollen. Wir sind ja unsere eigenen Chefs. Da können wir machen, was wir wollen. So, Annahme. Geld, fick damit, brauchen wir nicht. Im 20 bin ich mal ganz auf die Abrechnung gespannt, wie die aussieht. Ob die gut ist, ob die schlecht ist, was damit passiert und so weiter halt. Nämlich hat 47 sogar schon. Das sieht gut aus. Ja, wenn du mal ein paar dicke Aufträge dabei ist, die bringen halt gut Punkte. Und können wir, sage ich mal, schon fast sagen, dass das halt für uns auch von 15 Millionen Euro auf dem Konto. Kann der uns die Konkurrenz nicht einfach ein Angebot machen und dann Ohrenquote nicht erfüllt? Wobei war das? Keine Ahnung. Fahrplan 2. Das ist nicht erfüllt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da sind eigentlich 20 Milliarden Fahrzeuge drauf unterwegs. Naja. So, 4. Können wir die nicht mal irgendwo anders hinschicken, dass ich da die ganze Zeit die Aufträge abgrase, gefällt mir halt nicht. Habe ich denn hier noch 4? In der unmittelbaren Nähe. Da. Hätte ich 4. Nee, da ist nichts Geiles bei. Mal kurz gucken. Die sind aktuell da. Ist halt hier, was der Welt geblieben. Da ist auch nichts. Hier ist was.
Immer den. Ich fährt wieder nach. Naja. Naja. Fast alle Fahrzeuge gerade hier oben von uns unterwegs sind, wenn wir da immer mal ein bisschen bleiben, um halt die Stellung zu halten. So, welchen Auftrag machen wir? Ab ins Tal. Da ist er schon fast wieder mit fertig. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich auf gar keinen Fall. Ah, ein bisschen Erfahrung gehört dazu. So, was haben wir hier? Da können wir auch mal gucken. Das sollte funktionieren. Einfach da weiterfahren. Vereiern? Wollt mich echt da vereiern. Bruder startet eine Battlefield 1. Aus meiner Steam-Bibliothek. Ich will jetzt mal bei die Abrechnung, aber der 30 oder 31, was wird denn? Könnte 30 haben, könnte gleich Abrechnung sein. Da ist Abrechnung. Einnahmen 12 Millionen, Ausgaben 5 Millionen, Summe 7 Millionen Euro plus. Öfter. Dreimal so groß wie unser Gordon Fox Truck, in ganzem Ernst. Ich mache mir da aktuell irgendwie relativ wenig Gedanken drum, dass wir Geldprobleme bekommen. Wenn man sich das teilweise mal so anschaut, denkt man eigentlich, oh, nettes Brot. Was sind wir denn jetzt? Läuft unerwartet flüssig. Also jetzt nicht spieltechnisch, sondern einfach geldtechnisch. Also die Firma läuft, alles läuft. Und wir können echt kein Marketing machen. Gesperrt von Golden Fox. Schade. Das Spiel, ihr denkt ihr doch mit. Bringt uns das dann nicht auch Ansehenspunkte? Er bringt uns auch Ansehenspunkte, also von daher. Zwar immer nur einen, aber ganz ehrlich. Besser als keinen, würde ich mal sagen. Deswegen lassen wir die auch mal weiterlaufen. Ja. 57. Und wir brauchen bis 70. Also fehlen uns noch 12. 12 Punkte noch. Das heißt 6 Wochen weiter. Einfach 6 Wochen weiterspulen lassen, dann hätten wir es mit den normalen Aufträgen abgearbeitet, glaube ich. Ja. Könnte hinkommen. Ach, da den Haken dran da. Habe ich eigentlich Transocean so lange gespielt wie das Spiel? Gab es eigentlich einen Transocean in Kampagne? Boah, gleich mal gucken. Das interessiert mich jetzt aber echt, ob das Spiel überhaupt eine Kampagne hatte. Das wäre echt mal gut zu wissen. Dann könnte man die Kampagne machen. Ach doch, ich glaube doch, die Kampagne gibt es. Das ist das gleiche wie hier. Nur mit Schiffen. Meine ich. In jedes Richtung. Muss ich da gleich mal nachgucken. Weil das würde mich doch interessieren. Weil ich habe die Kampagne nicht mehr im Kopf. Das ist halt das Problem. Alter.
aber dafür wieder für eine Armada an Fahrzeugen anrückt. Kundenlevel auf 4 verbessert. Miami Beach. Wochenaufträge. Die haben Wochenaufträge. Die haben Wochenaufträge. 61. Die haben unseren Milchauftrag, der läuft. Das läuft. Die haben alle Doppelaufträge. Das ist so geil. Kann ich die nicht verschieben oder so? Uns fehlen dann nur noch 9 Punkte. Also ist der Kampagne, ob wir das heute noch schaffen oder erst morgen, müssen wir mal gucken. Zweiundsechzig Punkte. Immer denn. Nehmen wir den da. Da ist was fertig. Kann gar nicht, weil die einen Dauerauftrag haben. Weiter im Text. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Geld. Müssen wir noch mal für die Daueraufträge finden. Bezahlte Daueraufträge. Aber wenn man die auf Daueraufträge hat, die relativ gut laufen, gut bezahlt werden, kann man die relativ gut unterbringen an Fahrten aktuell. Ist aktuell ganz angenehm, 63. Läuft. Gut. Aber die Folge müsste gut vorbei sein. Ich denke, wir müssten jetzt gut 14, 15, wir müssten 15 und haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zur weiteren Folge Transmodus. Bis dann. Danke. Ciao.